Hallo, ich grüße euch zu diesem Tutorial. Wie kann man eine alte Videokassette, die nur noch verstaubt, digitalisieren auf eurem PC? Dazu braucht ihr ein Videoabspielgerät, natürlich die Videokassette, die seht ihr hier, und was ganz wichtig ist, einen Treiber. Ich habe hier zwei Treiber zur Auswahl. Der eine hier eignet sich für Windows, kostet so circa 50 Euro. Und dieser hier eignet sich für den Mac, kostet circa 80 Euro. Nachdem die meisten von euch mit Windows arbeiten, habe ich mich entschieden, dass ich euch jetzt den Verlauf anhand des Windows-Treibers erkläre. Euer Treiber ist zum Beispiel jetzt dieser Videograbber. Und bei diesem Videograbber müsst ihr am SCART-Eingang die drei Stecker, der gelbe ist für Video, die zwei anderen sind für Audio, in der richtigen Reihenfolge einstecken: weiß zu weiß, rot zu rot, gelb zu gelb. Entscheidend ist auch, dass der Out- und In-Stecker richtig eingestellt ist. Dann steckt ihr diesen SCART-Stecker hinten an eurem Videorekorder ein. Und die andere Seite hier steckt ihr an eurem Computer ein. Installiert die Software auf eurer Festplatte. Öffnet die installierte Software auf eurer Festplatte. Dann legt man die Kassette ein. Drückt auf Play. Eine sehr ernste Sache. Wir waren uns, wir jungen Menschen, entscheidet dann, klar, was auf uns, ab wann man die Aufnahme starten möchte. Welche Einzelheiten vorher wusste. Wer hat damals 1941 gewusst, dass startet ins Russland kam. Bei Rekord. Normalen Bürgern des Staates nicht. Ich hatte während des Krieges Glück. Ich hatte Klarinette studiert und kam und beendet die Aufnahme, indem man nochmal Record drückt. Danach entfernt man die Kassette. Schaut die Videoaufnahme an. Und unter Rechtsklick speichert man sie ab unter dem Namen, den man gerne dieser Aufnahme geben möchte. Hier und dann sieht man, dass sie unter dem Namen gespeichert ist. Und das war's. Macht's gut, bis dann, ciao.